Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Hofnormann mit dem Toledo, dem Micha und dem Flo. Einen wunderschönen. Hallo. Grüße zusammen. Wie komme ich hier rüber? Bin ich schon dran vorbeigefahren? Schon lang dran vorbeigefahren. Gut. Der Klaas kann das hoffentlich über Schienen fahren. Na, hat ein bisschen versetzt. Bestimmt. So, gucke mal, Mäuschen, hier bin ich. Ach, du hast jetzt nur den einen Schweinestall gefüllt. Ja, ich dachte eigentlich, dass da weniger reingeht, aber jetzt habe ich nur einen Trailer gemacht, fahre jetzt kurz ab. Da kann man aber jetzt dann nochmal einen Trailer in den anderen fahren. Ja, Uwe, kannst du weitermachen, alles gut. Sicher? Ja, ja. Danke fürs Bringen. Sehr, sehr gerne. Dann geht's hier weiter. Vorwärtsgang macht mehr Sinn, ne? So. Okay, let's go. Könnte klappen mit dem Dünger hier. Bin gespannt. So, perfekt. So soll es sein. Vor allen Dingen das LS-Wetter passt irgendwie gerade zu unserem Wetter in Deutschland. Gut, okay, die Temperatur nicht ganz so, aber bei euch auch so schön sonnig die letzten zwei oder drei Tage super. Ja, aber nachts total grausam kalt. Ja, ist normal, wenn keine Wolken da sind, kann die Hitze abhauen. Oder die Wärme. Ich habe heute Nacht da kurz gedacht, ich klapp mal zusammen. Ja gut, ich war eben noch ganz schnell tanken, hatte ich den anderen beiden Jungs gerade schon erzählt. Bei uns sind es jetzt 2 Grad, es waren auch nur 8, aber trotzdem ist halt in der Sonne mega, mega geil. Ja, wir hatten heute Nacht bei uns, hatten wir -4. Ja. Und ich war oben an meinem Anlagenbereich und habe halt 650 Grad auf dem Sprühturm. Und wenn du oben in diesem Bereich bist, hat es auch drumherum noch so eine gute 40, 50 Grad. Und dann kommst du da raus, fährst nur kurz im Fahrstuhl runter und gehst in den Außenbereich bei -4 Grad. Das ist mal schon mal ein Schock. Also der Körper findet das mal kurz ganz lustig. Ne? Mhm. Stimmt. Ja, das ist dann im Sommer angenehmer, ne? Wenn du von 50 Grad in 30 Grad Außentemperatur kommst, dann denkst du dir, oh, ist hier schön kalt, Mensch. Ich wäre froh, wenn es im Sommer nur 50 Grad wären. Ja, ich weiß. Er hält sich ja auch alles mit. Das ist schwieriger. Ja, das stimmt. Boah, ich habe das vorhin erstmal genossen, als ich Feierabend gemacht habe, hatten wir noch so 10 Minuten, bevor die Sonne hinterm Nachbarhaus untergegangen ist. War mir aber zu kalt draußen, irgendwie bei knapp 8 Grad war mir auch zu doof, mich mit dicker Jacke irgendwie auf die Terrasse zu setzen. Da habe ich mich erstmal schön auf dem Boden hinter das Fenster gesetzt, Nase in die Sonne gestreckt und einfach mal kurz die Sonne wenigstens hinterm Fenster genossen. Und krass, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Ja, fand ich jetzt nicht. Also da habe ich mich im Wohnzimmer, habe ich mir eine Decke genommen, habe mich auf den Boden gelegt, schön vor der Balkontür und habe mich brutzeln lassen. Ja, ist halt ganz geil, ne? Auch was die Sonne wirklich an Wärme hatte. Das fand ich erschreckend, wie warm es war. Sonne macht mich neger. Ich mach das abends ganz gerne. Also. Also abends ist bei mir die Sonne meistens weg. Ich hab kein Solarium. Aber Balkontür auf, mit eine Decke hinlegen, draufpacken, sich zudecken und dann kannst du so richtig schön Sternenhimmel, hast unter der Decke schön kuschelig warm und so eine richtig schön angenehme kühle Luft. Ah, ja, dann guckst du ein paar Minuten Sternenhimmel, ist ganz cool, und dann gehst du pennen. Ey, schläfst wie ein Baby. Ja, weil du dich einfach erden kannst, ne? Das ist mega. Das ist genauso wie, wenn ich im Sommer von der Nachtschicht heimkomme und wir haben ja dann auch im Sommer diese 50 Grad. Und du kannst morgens einfach mal so 20 Minuten im Garten noch mal kurz im Pool schwimmen gehen. Und dann gehst du dich fix abduschen und ins Bett. Und dann kannst du schlafen, auch tagsüber, während der Rest der Welt anfängt zu schwitzen. Das ist schon okay so. Sieht der bloß seine dicke Biberdecke über den Kopf und schläft wie ein kleines Baby. Gottes Willen, ey. Nur Biber, niemals. Maximal gibt es bei mir Mikrofaser. Das ist auch das allerhöchste der Gefühle. Und eine Decke ist alles über 3 cm ist keine Decke mehr, sondern zu viel. Na gut.
Fände ich aber auch nicht schlecht. Einfach mal im Winter, das Winterbettzeug auch für den Sommer benutzen. Könnte spannend werden, sagen wir es mal so. Bestimmt mal für die Sommerbettwäsche für den Winter. Ich wollte auch gerade sagen, danke Micha, ich habe nur eine. Also. Ich habe so eine ganz dünne Sommerdecke damit. Ja, und die das ganze Jahr. Ja. Da gibt es auch Bezüge und die sind alle aus Mikrofaser und die nimmt man einfach das ganze Jahr und gut ist. Okay, ich habe zwei Bettbezüge, Bettlaken, Bettdecken. Ich habe zwei Bettdecken. Im Winter sind es 4 Kubikmeter Daunenfedern, die dich warm halten. Ja, natürlich, ansonsten würde ich ja erfrieren. An mir bleibt ja keine Körperwärme hängen, weißt du? Das ist ja wenn es keine Wolken am Himmel gibt, da haut die Wärme einfach ab, ne? Ja, aber Uwe, ne, um Körperwärme überhaupt zu erzeugen, bräuchte man ja sowas wie Muskulatur. Du bist ja nur Haut und Knochen. Siehste, und deswegen brauche ich die gute Decke, die mich warm hält. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass du so ein Blutwaschgerät hast wie bei der Dialyse, aber bei dir wird es nicht gereinigt, sondern erwärmt. Wird bei der Dialyse übrigens auch gemacht. Ich habe Heizstäbe. Ich weiß nicht, wie kalt es bei der Dialyse ist. Ich weiß nur, dass die Haupteigenschaft der Dialyse ist ja, das zu reinigen. Ja, aber das Dialysegerät reinigt das Blut und erwärmt es dann wieder, weil es während der Reinigung abkühlt. Ja, es wird auf dieselbe Temperatur temperiert, wie es entnommen wird, ja. Bei Uwe muss das ja dann erhöht werden, dass er wieder sowas ähnliches wie eine Körpertemperatur hat. Ja, ich habe einfach zwei Decken im Winter. Ich liege auf einer Heizdecke, auf so einer Heizmatte. Keine Ahnung, Badagam und Co. Aus dem Terrarium-Fachhandel, so eine kleine. Und einfach unter Dick Down, weißt du, dann geht das. Ich hätte jetzt eher gesagt, du hast oben eine dünne Decke und über dir ist nochmal so ein Wärmestrahlpanel, wie man es im Schlangenterrarium oben an die Decke pflastert. Ja, das von oben Wärmestrahlung kommt. Ja, 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 den guten 120 Watt Heizstrahler, 3 Stück habe ich auch über dem Bett hängen, aber die mache ich nur an, wenn es wirklich draußen kalt ist. Genau. Und dann machst du die Glastüren ums Bett zu, wie bei so einem Terrarium für so einen Netzpython, und dann ist okay, gell? Ja, genau. Uwe hat bestimmt so einen Salamander bei sich über dem Stuhl hängen. Ich würde da mal eine Ballenpresse mieten. Ja, mach das, Michael, mach das. Die Kuhn, oder? Ja. Die 1,80 Meter ballen kann. Ja, genau. Ja, also jetzt ohne Spaß, ne? Ich habe 2 Hunde, ich kann einen vor mir, einen hinter mir drapieren, dann wärmen die mich. Nur dafür habe ich 2, sonst wird eine Seite immer kalt und ich muss mich drehen wie so ein Grillhähnchen. Ich dachte eher wie ein Dönerspieß, aber... Ja gut, oder wie ein Dönerspieß. Ist ja gobs wie gesprochen. Aber ein Dönerhähnchen? Der Dönerspieß steht doch waagerecht. Das Grillhähnchen liegt horizontal und ich liege ja auch horizontal. Und jetzt erklärst du mir den Unterschied zwischen waagerecht und horizontal. Jetzt sag nicht, ist beides das gleiche gewesen. Ja, aber senkrecht. Ach, senkrecht, stimmt. es ist schwierig. Ja, der Dönerspieß ist senkrecht. Welcher Antimate hat den Brandner hier hingestellt? Willst du von mir? Ich hab den schön ordentlich in der Halle geparkt. Okay, dann ist irgendjemand dagegen gefahren, weil das ist nicht mehr so. Ja, du! Der steht da in die Halle gestellt. Nein, er steht halb quer neben dem Metrische. Nee, den hatte ich schön ordentlich hingestellt. Da, wo eigentlich immer die Drehschirrgespanne stehen. Ich habe gedacht, oder? Neben dran ist eine Halle frei, kann ich den da hinstellen, dass er, dass jetzt regnet, nicht reinrechnet. Naja. Gut. Also die Kuh macht sich gut, der MF. Die Farbe passt zueinander. Sehr schön. Nächste Woche kommt Lenny eh wieder und räumt den Hof um. Sowieso. Da. Jetzt brauchen wir nur einen Ballensammelwagen nachher, gell? Yes, Sir. Ich arbeite daran, dass wir Geld verdienen können oder Geld bekommen für die Mission. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich auch auf mich. 50% hast du geschafft. Wer ist denn schneller? Oh, da kommt ein Abfahrer. Wie, wer schneller? Womit denn? Ah, ich glaube, ich könnte schneller sein. Mit dem Beenden der Mission. Ach so. Ja,
Du wirst schneller sein. Ich habe erst 52%, aber... Ja, aber täusch dich mal nicht. Dieser Anstieg, diesen blöden Hügel hoch, ist auch für den Abfahrer lustig. Also momentan ist sieht zumindest für mich gut aus, weil ich habe jetzt 52% und habe erst 1500 Liter gut verbraucht. Ne? Also ich sollte auf jeden Fall mit meinen 4000 gekauften Liter hinkommen. War gut, dass ich noch einen Tausender draufgelegt habe. Er lädt nicht mehr über. Ich hab's gemerkt. Guck mal, da drüben sehen wir sie fahren. Was ernt ich hier eigentlich? Gerste. Gerste? Sollte Gerste sein. Gerste, ja. Haben wir den Rest schon beim Händler abgegeben, sodass wir wissen, was wir schon über haben von der Mission? Nein, wir haben jetzt erst einen Anhängerzug abgegeben oben. Ja. Und der zweite wird jetzt wahrscheinlich auch reichen, um das Feld zu beenden und dann... Ja, das Feld dürfte ja aber auch gleich beendet sein, ne? Also, ja. Ja, aber ich muss trotzdem dann mit dem Gespann halt hochfahren. Alles gut, den Rest bringst du wieder mit runter, habe ich verstanden. Ich wollte gerade fragen, ob ich dann nur so viel abkipp, wie die Mission braucht, oder ob ich dann sag, wir geben einfach Getreide ab, damit wir uns den Ballenwagen leisten können. Wir können die ganze Mission ja abgeben, ne? Also von daher bringen auf jeden Fall... Der Ballenwagen ist gerade im Angebot... Ja, ich weiß, im Gebrauchtwagenklopf, aber wenn er so viel abgegeben hat, dass es für die Mission reicht. Nein, meine ich ja damit, weil das, was wir für die Mission kriegen, dürfte reichen, damit wir den kaufen können. Ja, wir kriegen knapp 17 hier und 8 da oben, ne? Das heißt 25. Wir kommen dann auf knapp 29, 16, vielleicht knapp 30. Wir haben aber noch 16.000 offen. Wir machen es einfach so. Wir sind noch zwei Missionen, die abschließen. Kommen nochmal 16 dazu. Nee, die hab ich schon mit reingerechnet. Wir müssen auf knapp 30.000 kommen mit dem Ballensammelwagen, sofort kaufen. Und wenn meine fertig ist, kriegen wir nochmal ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, deswegen, das dürfte dann reichen. Das reicht auf jeden Fall. Und wir spielen auf einer 0,5er Zeit. Wir haben es vergessen hochzudrehen. Lassen wir jetzt so lange, bis wir den Ballensammelwagen gekauft haben. Genau. Und danach können wir eigentlich... wir haben jetzt die Presse schon gemietet, kacke. Aber wir könnten danach eigentlich spulen, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, jetzt haben wir halt ein bisschen... Brauchen die ja nochmal für das nächste Feld, sehe ich auch nochmal. Ich wollte gerade sagen, ich würde die Presse behalten, weil wir haben da noch ein Riesenfeld... Müssen wir eh, ja. ...mit Weizen, wo wir Ballen pressen wollen. Oh, Alter, wollen wir das komplett pressen? Ich will nicht wissen, wie viele Ballen das Geld würde ich mitnehmen. Ja, ja, alles Uwe, gut. Sind aber 11.000 Liter Ballen, das ist bei Rundballen, sind es gar nicht so unheimlich viel. Alles gut, wir haben ja den Ballensammelwagen, zur Not können wir verkaufen, wenn wir es noch nicht mehr brauchen. Ja eben, also ich würde das Feld 31 würde ich wahrscheinlich komplett verkaufen. Ja, weiß ich gar nicht, ich würde es mir erstmal hinpacken, ne, weil ich weiß nicht, wie viel Liter Stroh reingehen in den Stall, aber wenn die Schweine explodieren, wird das ja auch noch weiter rapide runternehmen. Nein. Das ist süß, wie du das ausdrückst, wenn die Schweine sich vermehren, wenn die Schweine explodieren. Naja, knallt einmal laut und dann sind die verdoppelt, oder wie? Ja, vierfach. Dann haben wir mehr Schweine. Also ging es mir gerade um den Teamserver, es hat Puff gemacht, seitdem habe ich dreimal so viele Schweine. Hat Puff gemacht. Was war das? Die Puff gemacht. Micha. Die Schweine sind da. Ja. Der originale Schweinestall nimmt der Ballen? Ja, klar. Kann Java Ballen davor setzen, die nimmt er weg. Sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Ja, setze einfach Strohballen davor, die saugt er auf. Sehr gut. Tun die Schafstelle aber auch. Flo? Ja? Weißt du, welche Anhänger und Fahrzeuge zu der Mission gehören? Ja. Wahrscheinlich der Class Arion mit dem Brandner Power Tube, ne? Nein. Glas Arion 660, ja. Und der Brandner Drehschemel, der hinter dem Fendt mit dran hängt. Der Powertube ist uns. Ohne Logo? Den haben wir gekauft, da gab es das Logo noch nicht. Was? Den haben wir nie getauscht. Echt nicht? Ne. Das sollten wir nochmal tun, ne?
Ja. Kostet auch viel Geld. Ja, das ist ja kein Problem. Das können wir ja 1:1 durchtauschen. Na, ich kann euch sagen, warum wir das nicht getauscht haben. Und warum der kein Logo hat. Weil der Team Chaos ist ein Power Tube. Wir haben einen Power Push. Ach ja. Wir haben den Abschiebewagen und Team Chaos hat den Kipper. Haben wir nicht sogar einen Abschiebewagen gekauft, um ihn eventuell als Miststreuer zu konfigurieren? Jetzt haben wir mittlerweile 3 fähige Miststreuer. Ja. Haben wir, ne? Ich merke schon, wir haben so Miststreuer-Fetisch. Oder einfach ein Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Man weiß es nicht. Der war damals im Shop im Angebot, wie wir angefangen haben, der Brandner. Deswegen haben wir den doch. Gut, dass wir aber noch ein paar Miststreuer danach gekauft haben, weil wir es vergessen haben. Aber schön. Okay. Ja, dann lasst uns mal unseren Miststreuer-Fetisch ausleben, während wir fertig sind für den Moment. Liebe Leute, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn ihr mögt, geht es Montag ab 13 Uhr weiter mit einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.